Wollte gerade sagen, gehen wir mit dem Preis vielleicht ein bisschen runter. Wir können mal runtergehen, 20 Cent. Beobachten das mal. Das machen wir jetzt mal mit jeder Bahn und dann gehe ich in die Pause. Ah. Und ich hole mir mal hier so ein. Natürlich ist der ganz oben. Ich hole mir mal hier vorne so einen ran hier, der mal hier durchläuft. Ja, komm, lassen wir das auf 1,80 stehen. Wir schauen mal, da gehen ja die Leute rein, ne? Können wir hier vielleicht 1,20 € erhöhen? Bei der Bahn? Gehen sie denn immer noch rein? Der geht zurück. Der wollte für 1,20 € wohl nicht fahren. Ja, komm, wir lassen das auf Euro stehen hier. Boah, die ist auch voll hier. Was ist hier beim Euro 20? Gehen sie denn da noch rein? Ihr müsst halt immer denken, es fahren immer nur zwei Leute mit. Ah, hier. Ah, wir machen das mal auf. Huiuiui. Guckt euch das an. Dann geht das natürlich auch alles zügiger und dann gibt es natürlich auch schneller Geld. Ne? Oh, jetzt haben wir einen grünen Pfeil. Ja, für 1,20 gehen sie rein. Ah, oh, Mensch, das hätte ich mal vorher machen sollen. Verdammt. Weil die Schlangen sind da immer schon sehr lang. Und hier können wir das, glaube ich, auch machen, ne? Nö. Dann ist die Wartezeit nicht so lang. Verdammt, hätte ich das mal vorher gemacht. Das machen wir jetzt nochmal überall. Müssen wir ja nur auf einer Seite machen. Auch hier. Und auch 1,20. Ist natürlich auch ein bisschen aufregender für die, ne? So. Hier ist immer noch. Hier haben wir es genauso. Hier ist jetzt zwar nicht so eine riesen Schlange. Aber auch 1,20 €. Wie viele Leute wurden denn hier schon? Guck mal, da rennen sie natürlich schneller rein, ne, weil es aufregender ist. Schöne, schnelle Fahrt. Da hat der hier auf jeden Fall schon mehr transportiert, ne? Ja. So, und eine war, glaube ich, noch, ne? Hier. Und wir kriegen jetzt 1,20 € und wir haben die Geschwindigkeit erhöht. Schon zu Ende die Werbekampagne für den Park. Dachte, ich komme noch mal auf 2000 hier in der kurzen Zeit, aber nö, anscheinend nicht. Auf jeden Fall gehen wir hier mal durch. Und da geht jetzt natürlich auch keine Sau mehr rein. Den machen wir da auf 1 €. Lieber 1 €, bevor gar keiner mehr reingeht. So, okay. Hier gehen sie noch rein. Wie sieht das jetzt hier mit der Schlange aus? Wird trotzdem nicht länger, trotz zwei Runden. Kann man hier auch zwei Runden einstellen? Ne. Okay. Gut. Hier haben wir schon, ne, verstellt, genau. Okay, auf der Seite haben wir, glaube ich, soweit alles durch. Hier, ach, die Dinger haben wir ja auch ganz außer Acht gelassen. Aber das lassen wir preislich. Jetzt schauen wir hier nochmal rüber. Ich starte nochmal schnell eine Kampagne, bevor wir gleich wieder unter die 1000 sind. Für den Park. Nee. 1,4, schaffen wir das? Na komm. Jetzt klappt es wieder ein bisschen besser mit dem Geld. Schauen wir gleich mal die Finanzen an. Nein, verdammt. Das ist so wieder runtergefallen. Machen wir 1050.
So, jetzt schauen wir uns hier nochmal alles an. War großartig, dann lassen wir das auch da. Konnte man hier, konnte man nichts verändern, ne? Aha. Hier gehen wir wieder auf 2 Euro. Ich glaube, hier können wir das auch verändern, den Dings, aber... Ja, ganz ehrlich, das bringt hier jetzt nicht sonderlich viel, weil ja hier keine Riesenschlange ist. Und hier auch leider nicht. Kann man auch gar nicht erhöhen. Nur senken. So, Zuckerwatte schon? Oh ja, einiges an Zuckerwatte verkauft. Hier kann man nichts machen, okay. Die Preise sind ja hier trotzdem wie denn drüben, wie wir sie eingestellt haben, ne? 21, genau, alles klar. Jetzt schaue ich nochmal die Finanzen. Hm, 4, 2, 3, 8, 3, 7, 3, 6. Oh, wird weniger, wird weniger, wird weniger. In diesem Monat sollten wir aber auf jeden Fall wieder auf 4.000 kommen, schätze ich mal. Speise- und Getränkeverkauf wird wieder ein kleines bisschen mehr. Ladenverkäufe. Ja. Hm. Oh. Oh. Darlehen zurückzahlen wäre eigentlich auch mal ganz geil, ne? Aber wir müssen jetzt wirklich mit Ach und Krach müssen wir uns hier richtig reindrücken, dass wir schaffen, die auf 2.700 zu kommen. Ich würde sagen, ich hau hier nochmal einen Getränkestand hin. Und auch hier drüben. Und wenn wir gleich den grünen Pfeil sehen, dann geht's in die Pause. Mein Gott. 1,40 machen wir da. Ja, ein paar Nuggets wurden auch schon verkauft. Souvenirstand. So, war denn hier schon was los? Ein bisschen weiter. Haben sich denn hier die Dinge schon gelohnt? Eigentlich? Ach ja, wir wollten ja hier noch eine Info bauen, ne? Oder Moment, wir können ja hier auch... Souvenirstand. Ich weiß nicht. Dann bauen wir lieber nochmal eine Info hier und eine Info da unten. Da noch eine Info hin und hier wollten wir ja auch eine Info haben. So, gleich geht's los. Jetzt ist der grüne Pfeil da, aber ich würde dann auch mal ganz gerne eine erste Hilfe bauen auf jeder Seite. Auch nochmal. Oh, jetzt guck mal, jetzt haben wir gleich 1.400. Wir werden es wohl schaffen, aber es könnte auch eng werden. Mal schauen. Jetzt regnet es wieder. Los, mach hin. Ich will den Kasten hier bauen. Dann gibt es hier auch nochmal Geld. Los! Los! Zack, aufmachen. Und kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Und jetzt an Erste Hilfe. Erste Hilfe würde ich ganz gerne hier hinbauen. Und hier drüben würde ich Erste Hilfe gerne hier hinbauen. Oh. Gleich sind wir bei 1,4. Und dann können wir, wenn wir nächstes Mal eine neue Aufnahme starten, auch mal umgekehrt Achterbahn. Auch mal wieder auf jeder Seite was Kleineres bauen. Ne? Nicht immer nur so eine Riesensache. Wir gehen jetzt gleich nochmal die Bahn kurz durch. Nicht jede einzelne. So. Sowas ist, glaube ich, auch mal ganz gut gesehen. Ne? Vor allem jetzt so nach so viel Zeit. Oh gut, war noch keiner drin. Kriegen wir halt auch kein Geld für. Ne?
So, wie sieht das jetzt aus hier? 3,8, 3,7, 3,6, 3,5. Okay, wieder weniger. Okay, vielleicht im April ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt regnet es, ne? Schauen wir mal kurz durch. Auf jeden Fall sind die Butzen jetzt hier voll. Also die ist voll. Hier stehen sie auch gut an. Klar, jetzt ist geschlossen. Weil wegen Regen und so. Hier auch wegen Regen. Oh nee, warte mal. Solange es regnet, okay, da geht wieder einer. Ja, das ist halt schade, ne? Eine Person steht an. Wir machen hier wieder eine Rundenanzahl und gehen auf 5 Euro. Und ja. Wo waren das hier so voll? Hier, ne? Gut, der ist gerade eh geschlossen. Lass uns den mal reparieren und dann gucken wir mal, ob wir da preislich noch was machen können. Zehn Personen stehen an. Oh, Bank hier. Na, wir müssen jetzt echt die Kurve kriegen, ne? Werbekampagne für den Park ist zu Ende. Die 1,4 haben wir noch nicht erreicht. Ja, wir müssen nächstes Mal, wenn wir eine neue Aufnahme machen, echt Gas geben hier. So, ist jetzt repariert. Gehen da noch welche rein? Jawohl. Was ist, wenn wir den auf 6 drehen? Gehen denn immer noch welche rein? Ja. Auf 7? Jetzt müssen wir hier mit Ach und Krach müssen wir jetzt alles versuchen hier. Okay, 8. 8 ist aber das Maximum für uns. Okay. Die gehen da alle rein. Auch für 8 Euro. Müssen wir natürlich im Auge behalten. Ne? Kann sein, dass dann wieder einer sagt, irgendwann, nö, jetzt nicht mehr. Jetzt geht gar keiner mehr rein. Aber das sieht ganz gut aus. Dann lassen wir das auch so. Jo, hier ist wieder geschlossen. Hier ist wieder was kaputt. Sonst hätte ich das jetzt da auch nochmal gemacht. Können wir mal hier bei der wilden Maus gucken? Da gehen wir mal auf 5, ganz frech. Weil wir waren nur auf 360 da. Wird aber auch besucht. Gehen auch alle rein. Warten wir nochmal 2, 3 ab. 1. Okay, er hat Angst. Er hat sich erschrocken. Ja, dann können wir das auch auf 5 lassen. So, dann gucken wir uns die mal an. Auf 6. 7 bleiben wir dann aber hier beim Maximum. Ja, warten wir nochmal kurz. Er hat sich erschrocken. Gehen alle rein. Okay, gut. Das lohnt sich denn natürlich, ne? Jede Bar nochmal 1, 2 Euro mehr nehmen. Die war ja gerade zu. 6. Gehen 2 rein. 7. Hier würde ich dann auch sagen, bei 8 ist denn hier auch Schluss. Okay, da gehen 2 rein. Gucken wir nochmal kurz. Die laufen auch manchmal ganz komisch, ne? Ne, ich glaube, bei 7 lassen wir es hier stehen. Und dann drehen wir uns mal und schauen mal hier. 6.